So, gut. Ein Hinweis auf aktuelle Veranstaltungen in der Community in Österreich. Das wird für den einen oder anderen durchaus interessant. Am 1. Juni ist ein Azure Cloud Café. Da werden wir drei Themen besprechen. Ich werde zwar selber nur zuhören, aber es geht um IoT Central in Azure. Also, wie bringt man Daten von IoT-Devices online und kann die dann dort verarbeiten? Dann neues Tool von Microsoft, Power Automate Desktop, alles was mit Power beginnt, PowerPoint zum Beispiel, interessiert mich natürlich, werden wir anschauen. Und Power Apps ist auch etwas, was da vorgestellt wird, würde man auf alle Fälle anschauen. Die nächste Ankündigung, die ich machen möchte, ist für den 20. Juli, also im Hochsommer. Da werden wir uns mit dem Vergleich zwischen ARM-Templates und dem neuen Modul von der PowerShell-User, also von der PowerShell-Power-Group PS-ARM beschäftigen. Die haben es angekündigt, haben es vor circa einem halben Jahr, also sie bauen rund um Azure Resource Templates ein PowerShell-Modul, wo man dann sehr viel einfacher eben Ressourcen deployen kann oder verändern kann in Azure. Ich habe dem sehr kritisch gegenüber gestanden, weil man dachte, ja, es ist eigentlich ARM, Azure, Wrapper um die API herum und jetzt legen wir noch was drauf. Wir schauen es uns trotzdem an. Das heißt, wir werden schauen, wie schaut das in einem ARM-Template aus mit JSON-Konfiguration und wie schaut das in PowerShell aus und werden unsere Erkenntnisse da teilen mit euch. Dritter Event, und dann bin ich mit den Events auch schon wieder fertig, ist die Expert Live Konferenz. Die haben wir schon wieder verschieben müssen wegen der Pandemie, aber derzeit schaut es so aus, als würde sie am 3. September stattfinden. Und zwar in Linz. Wieder ein Ganztages-Event on-premise, wie es so schön heißt. Und wird es geben, also wahrscheinlich wieder Azure Office und Infrastruktur, also eher so on-premise. Und alle Infos dazu findet ihr auf expertlive.at, eine Community, bei der ich auch mitmache. Gut, vielleicht noch ein paar Worte zur Kommunikation untereinander. Ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen. Ihr könnt das Mikrofon ausschalten und oder auch chatten. Ihr könnt dieses Hände hoch-Dings benutzen, um euch zu rühren. Ich werde nur vielleicht nicht jeden Moment auf dieses Teams-Fenster schauen, weil ich mit der Demo beschäftigt bin. Also wenn irgendwer eine Frage hat und ich reagiere nicht, dann bitte kurz unmuten und ad hoc reinreden. Okay, worum kümmern wir uns heute? Einerseits möchte ich ein paar Updates geben über die PowerShell-Plattform, was sich da getan hat bis jetzt und was kommen wird. Das zweite ist das PowerShell-Ökosystem, also mit dem Wechsel auf Open Source, also quasi Schritt von Windows PowerShell 5.1 auf Open Source, ist es ja alles öffentlich geworden und die PowerShell-Leute haben einige Module unter ihre Fittiche genommen, um die weiterzuentwickeln, PSWidthline zum Beispiel, und noch ein paar andere. Und da gebe ich ein paar Updates, wie es da weitergeht. Dann kommt ein neues Modul, das die Product Group rausgegeben hat, nämlich das Secret Management Modul. Wir hatten mit dem schon eine Zeit lang beschäftigt. Es löst ein Problem, das schon lange ist, nämlich irgendwelche Credentials oder Secrets in Script. Ganz grauenvoll, da klingelt's. Das muss ich auch tun zwischendurch. So, hallo Alexander, wir sind gerade bei der Agenda. Also Secret Management Modul werde ich euch eine Einführung geben und eine kurze Demo, wie man eben API-Keys, Credentials, Secure Strings, aber Dinge, die nicht in einem Script gehören, schön abspeichern und abrufen kann. Und zuletzt mit Tommy Maynard, den habe ich gebeten, dass er uns heute besucht, ein Modul vorstellen, nämlich Crescendo. Das ist auch aus der Product Group gekommen. Das soll helfen, so DOS-Command-Line-Tools wie ALS oder MSDSP mit einer PowerShell-Hülle zu umgeben, dass es eben PowerShell-fähig wird. Und da wird er auch ein Beispiel bringen mit MSDSP. So, Stefan, lass mal rein. Die Sales ist alles sehr dynamisch. Und
Gut, das ist die Agenda. Mein Teil, die ersten drei Punkte, werden ca. 40 Minuten brauchen. Und Tommy wird dann im Laufe des, der Session einsteigen. Sein Vortrag ist natürlich in Englisch, er sitzt da an der Westküste. Da ist mit dem Deutsch jetzt nicht so weit. Gut, PowerShell-Plattform. Wo stehen wir? Wo geht's hin? Ehrlich, mein Eindruck, dass wir die ganzen Blog-Einträge durchgelesen haben, den habe ich euch da unten hingeschrieben. Es ist ein bisschen kompliziert, wie unser ehemaliger Bundeskanzler jetzt überhaupt mal gesagt hat in einem Interview. Ich habe folgende Sicht auf diese Dinge. Es gibt drei Stoßrichtungen, die die Product Group verfolgen muss. Die erste Stoßrichtung sind Shell-Verbesserungen. Da sie jetzt auf 10 Betriebssystemen verfügbar ist, PowerShell, also die Ubuntu und die ganzen Linux-Varianten und Macintosh und Windows, müssen die natürlich auf diesen Plattformen gegen die existierenden Shells konkurrieren. Und da gibt es Verbesserungen, wo man denkt, ja, eh lieb, aber jetzt im Tagesbetrieb nicht wirklich sinnvoll, aber damit sie ihre Message dort platzieren als eine ernstzunehmende Shell, ist das eine Stoßrichtung aus meiner Sicht. Das zweite, wenig überraschend, jede Produktgruppe bei der Microsoft muss irgendwas mit der Cloud machen. Deswegen gibt es natürlich immer wieder mehr Annäherungen in Richtung Azure. Man kann das mögen oder auch nicht. Es ist einfach so. Wird auch weitergehen. Ich glaube, das braucht man, das kann man voraussagen. Und der dritte Punkt meiner Meinung nach ist, wir haben durch den Wechsel von .NET Desktop eben mit Windows PowerShell, mit den GUI Features und was da alles gegeben hat, auf .NET Core mit PowerShell Core natürlich eine Funktionsreduktion erfahren. Da gehen viele Dinge nicht mehr, obwohl sie jetzt wieder reingebastelt werden. Ich denke nur an Outgrid View, was ja ein super Feature war. Also sie müssen natürlich auch schauen, dass irgendwann einmal PowerShell 5.1 nicht mehr relevant sein kann oder muss. Und ich bin sicher, jeder, der Server administriert, Clients administriert, wenn es schnell gehen muss und wenn er was macht und man hat beide drauf, Windows PowerShell ist immer noch das Fallback-Szenario. Ja, da weiß man, was geht, da weiß man, was nicht geht. Das ist überall dabei, bei den Servern sowieso. Meine Erfahrung ist so, PowerShell Core, ich versuche zwar immer wieder, aber wenn es hart auf hart geht, dann ist mein Fallback eben 5.1. So, derzeit gepflegte Versionen. Das ist ein Screenshot von gestern. Da sieht man, wenn man auf die Doc-Seite geht von Microsoft, was sie derzeit pflegen aktiv. Das ist mir ganz klar immer noch Windows PowerShell in der aktuellen Version 5.1 irgendwas. Das wird auch ziemlich sicher so bleiben, wenn jetzt irgendwelche großen Security-Flaws entdeckt werden. Dann erwarte ich mir hier keine großen Schritte mehr. Gott sei Dank ist PowerShell Core 6 jetzt mal rausgeflogen, weil das war immer so seltsam, bis vor einem halben Jahr gab es dann PowerShell 6 und das ist weiterentwickelt worden, es gab 7. Das ist jetzt erledigt. Also man sieht hier am Screenshot, PowerShell 6 ist gestorben und es wird nur mehr quasi die 7er Version gepflegt. Deswegen habe ich da auch so einen hübschen Totenkopf eingebaut. Bei der 7er Version stehen wir aktuell auf Release-Stand 7.1. 3 und die Preview-Version ist 7.2.0 Preview 5. Wie geht es mit den Release-Daten weiter? Laut internen Infos wird PowerShell 7 Herbst, Winter 2021 rauskommen und wir werden sehen, was sie vom Ökosystem dann auch auf die nächste Ebene anheben. So, was wird kommen? Schauen wir mal. Kurzer Rückblick, was war neu in PowerShell 7.1? Erstens einmal, man konnte es im Microsoft Store installieren. Das war nicht auch so ein Problem. Eine neue Windows Desktop oder Windows Server Installation hatte einfach PowerShell 5 drauf. Und wir haben also versucht, das für jeden leicht installierbar zu machen. Geht jetzt. Man kann jetzt in den Store gehen und das Produkt auswählen. PS Readline, ein Tool, das wir alle lieben, aber so ein unsichtbares Werkzeug, das wir aber alle so gern haben, also mit History Search und all diesen Dingen und Vorschlägen bei Commandlets,
und da wird sich noch einiges tun, kommen wir dann gleich dazu. macOS ARM-Unterstützung, also mit den neuen Mac-Prozessoren, ja, nett. Und dann gab es ein paar experimentelle Features, wo ich zwei herausgepickt habe. Die anderen könnt ihr euch einfach bei dem Link anschauen. Und da schalte ich jetzt kurz mal auf meine VS Code Konsole, zoome auch etwas rein, dass man das sehen kann. Das erste Feature seht ihr da in Zeile 5. Was ich jetzt tun werde, ich werde mir hier eine Ubuntu Session starten in meinem VS Code. Dieser Ubuntu Session machen wir PowerShell auf. So, und jetzt kommt, es ist an Spannung fast nicht zu überbieten, kommt dieses Feature. Man kann jetzt plattformweit auf jeder beliebigen, auf jedem beliebigen Betriebssystem das machen und man sieht, dass ein sogenanntes Temp Drive angelegt wird. Ja, es ist so langweilig, wie es aussieht, stimmt, halber A8. Fakt ist, die müssen einfach solche Features einbauen und das auf allen 10 Plattformen stabil zur Verfügung stellen. Das nächste, was sie gemacht haben, ist dieser Punkt PS Native Path Resolution, also PS Native PS Path Resolution. Ein Problem, das natürlich mit Multiplattformfähigkeit dahergeht. Auf Windows heißen die Pfade C-Doppelpunkt irgendwas, auf Linux und Mac haben sie diese Slash-Notation. Damit ich aber einen Pfad auflösen kann, sollte ich ein identisches Verhalten in der Shell haben. Und ich habe hier ein Beispiel gebracht. Ich bringe jetzt da eine Variable, die heißt subpath PowerShell. Und jetzt kann ich hier eben einen String, der teilweise halt mit fixen Werten und teilweise mit Variablen versorgt ist, in einen echten Pfad umwandeln. Ja, auch das ist genauso langweilig, wie es aussieht. Trotzdem, das sind Dinge, die Sie einbauen, um eben in der Shell weiterzukommen und sie besser verwendbar zu machen. Die anderen Features, muss ich zugeben, da habe ich ein paar gar nicht verstanden. Also zum Beispiel ANSI-Characters. Vielleicht möchte sich jemand mit dem näher beschäftigen und bei der nächsten User-Group-Session das mal vorstellen. Hat das für mich keinerlei, wie soll ich sagen, Relevanz im Alltag. Gut. Einer der Gründe vielleicht dazu ist, wenn man auf das GitHub-Repository schaut von PowerShell, dann haben die derzeit knappe 3000 offene Issues. Das ist ein Problem, das sie schon begonnen haben, vor einem halben, dreiviertel Jahr anzusprechen, dass sie einfach so überrannt werden von Issues und nicht mehr nachkommen, diese Issues zu bearbeiten. Also einmal nicht so, dass sie weniger werden. Sie haben jetzt dann ein bisschen umorganisiert intern, dass es eigene Gruppen gibt, die sich dem annehmen, aber trotzdem, da ist ein riesen Berg Arbeit, der vor Ihnen steht und deswegen ist jetzt von den Features her ja, überschaubar, was da gekommen ist. So, in PowerShell 7.2 habe ich jetzt 4 Folien zusammengefasst, was da an Neuigkeiten kommt. Das passiert auf .NET 6. Mit Core natürlich, auf allen Plattformen verfügbar. Was Sie bei Desired State Configuration machen, also die Konfiguration von Maschinen, wo man eben eine gewisse Konfiguration forciert, ist, Sie nehmen die Windows-Abhängigkeit raus. Das ist der erste Punkt. Also die, das von WMI weg. Es wird ein eigenes Modul werden. Sie werden die Abhängigkeit zu diesen MOV-Dateien wegnehmen. Ich habe mich mit dem persönlich nur sehr kurz beschäftigt, nicht sehr angenehm zum Editieren und man wird das in Zukunft in JSON-Dateien editieren können, was ich sehr praktisch finde. Sehr cool wird, dass die existierenden DSC-Agents werden die neue Version unterstützen und die Desired State Configuration Management wird Open Source werden. Wenn das mal da ist, vielleicht eine eigene Session dazu machen. Nächste Folie, PowerShell 7.2, was kommt noch? Module Isolation. Vielleicht habt ihr folgende Fehlermeldung schon mal bekommen, nämlich die hier. Wenn ein Modul geladen wird, das eine DLL mit importiert,
die schon da ist und auch sei es in einer anderen Version, dann geht das nicht. Ich habe das in der letzten Woche öfter gehabt, weil ich versucht habe, PS Readline in der Beta-Version auf meiner Maschine zu installieren und habe diese Fehlermeldung ungefähr gefühlte 237 Mal bekommen. Habe mich dann entschieden, eine eigene VM hochzuziehen für diese Demo. Aber das ist super, weil man damit die DLLs mit dem Modul mehrere Male laden kann und jedes Modul nimmt dann sein DLL und das wird einiges an Schwierigkeiten lösen. Ja, Enhanced ANSI Support wird kommen, wer immer es brauchen wird. Ja, bessere Shell Experience, das sind jetzt so einfach aus dem operativen Teil heraus, Copy-Paste aus der Hilfe raus, native Befehle zum Text ausgeben. Dass es wie in der Unix-Shell ist, dass die Prozesskommunikation über Signale gängen. Also da geht es hauptsächlich um Shell-Verbesserungen, dass eben irgendwann die Unix-Shell, Mac-Shell nicht mehr so relevant ist und alle auf der Welt PowerShell benutzen, das ist das Ziel. Was ich sehr wichtig finde und worauf ich schon extrem lange warte, ist, dass der Remote-Transport sauber implementiert ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon versucht hat, mit PowerShell 7 und SSH mit einem Windows-Server oder auch einem Unix-Server zu kommunizieren. Das ist sehr mühsam zu konfigurieren, es sind sehr viele Fallstricke, es gibt zwar eine Reihe Blog-Einträge dafür, nur eben nichts, was fertig ist. Wenn 7.2 rauskommt, wird es Module geben, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt SSH benutzen für die Kommunikation mit der Maschine. Ich hoffe, dass man dann in derselben Session auch sagen kann, ich möchte WinRM benutzen für die Kommunikation mit einer anderen Maschine. Und VM-Bus, wenn man eben auf einem Hypervisor sitzt, dass man direkt über den VM-Bus in die Maschine rein kann. Das finde ich sehr wichtige Sache und war auch schon lange notwendig. Wir werden sehen, ob SSH die langfristige Strategie ist für den Remote-Transport. Meine persönliche Meinung ist, wir werden noch lange uns mit WinRM beschäftigen, aber SSH sollte immer wichtiger werden. So, dann das Thema Microsoft Update. Was ist das Ziel? Das Ziel wäre, dass ich, wenn ich PowerShell installiere, nicht mehr bei einer neuen Version mir das runterladen muss, PowerShell Core ist, und das dann irgendwie manuell deinstallieren, sondern dass es einfach mit dem Windows-Update dazukommt. Was sie planen, ist, dass eben ein Download-Katalog kommt für SCCM, Vesus und Intune und Microsoft Update. Das Problem war wieder auch hergeschrieben, Windows hat einen 10 Jahre Update-Zyklus, also so Long-Time-Support, und PowerShell eben nur 3 Jahre und das streitet sich eben. Deswegen haben sie da relativ lang diskutiert mit denen, wie sie das machen wollen. Aber mein Wunsch für 7.2, wenn es dann rauskommt, ist, ich kann sagen, Update Windows und da wird auch mein PowerShell aktualisiert. Wir werden sehen. Was kommt in 7.2? Letzte Folie. OpenSSH 8. Das war bis dato, soweit ich weiß, 7 mit Kerberos Authentifizierung. Das soll auch als Modul schon früher kommen, erstes Halbjahr 2021, werden wir schauen, ob das wirklich so ist. Und ja, es dauert alles länger als geplant, also die Ankündigungen vor einem Jahr waren da relativ optimistischer. Einer der Gründe ist, ich weiß nicht, wer es erlebt hat, sie hatten bei der PowerShell Gallery, sprich bei der Möglichkeit, eben Module runterzuladen, einen 12-Stunden-Ausfall im Oktober. Wer es genau wissen möchte, kann bitte diesen Link anklicken, da wird genau beschrieben, was das Problem war. Da ist irgendeine Statistiktabelle übergelaufen, über unseren Wert eben, der hat dann die Integer-Range erreicht und 3 Wochen lang hat man Server-Errors bekommen. Da war so ein hübscher gelber Balken in der PowerShell-Gallery, wo man eben arbeiten kann. Das heißt, das hat etwas zurückgeworfen mit den Issues, die sie haben, ging halt dann etwas doch nicht so schnell wie gewünscht. Und das Teams-Tester, hi Tommy. Okay, somebody let you in, that's great. I'm still in my German session, so as soon as you are on stage, I'll let you know.
Gut, gibt es Kommentare zum bisher Gesagten? Möchte irgendjemand Erfahrungen austauschen? Okay, machen wir weiter, vielleicht machen wir am Schluss sammeln. PowerShell-Ökosystem. Also zu der Core-Engine gibt es ein paar Produkte oder Module, die eben uns das Leben erleichtern, wo wir unser Toolset haben, unseren täglichen Job zu machen. Das erste Modul, das ich da auch gleich in einer kurzen Demo vorstellen möchte, ist PlatyPS. PlatyPS ist jetzt in einer Version 0.14.1 und wird laut PowerShell Team mit PowerShell 7.2 auf 2.0 angehoben und quasi produktiv gesetzt. Was tut es? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal XML-Helpfiles geschrieben hat. Das ist ein Albtraum. Ich weiß auch von der PowerShell-Gruppe, das wurde ihnen aufgezwungen. Sie mussten, das war so Microsoft Standard intern vor 10 Jahren, also Hilfe in XML grauenhaft zu konfigurieren. Und mit Platy kann man das dann in JSON machen. Und das will ich euch jetzt kurz zeigen. Ich habe dazu ein Mini-Modul gebaut. Und dieses Mini-Modul ist hier Desktop. Wenn ihr schaut, das ist eine PSM-Datei, die gar nicht viel kann und das geht aber auch hier nicht. Diese PSM-Datei ist eine einzelne Funktion, die einfach über einen Parameter das ausführt. Sprich, wenn ich jetzt eingebe Import Module, und get something mache, kann ich dann Namensparameter angeben, dann macht er halt ein get process. Okay, keine große Sache. Wenn ich jetzt aber get help eingebe, dann bekomme ich das. Und das passiert leider sehr oft, wenn man halt eine schnelle Funktion braucht oder ein Modul baut, dann müsste man natürlich jetzt diesen Help-Header oben schreiben, man müsste Examples einbauen, Synopsis, eine Beschreibung, Input und Output beschreiben. Ja, wenn es schnell gehen muss, wer tut das schon? Und wenn man Modul schreibt mit XML, sowieso keiner. Was PlatyPS kann, und ich habe mit einem Schummzettel geschrieben, ist eben das zu erleichtern. Was man dazu machen muss, ist Install Module PlatyPS, das habe ich hier schon gemacht. Also ein Get Module. Gibt es bei mir, ich habe es schon installiert und das importieren wir jetzt auch. Bietet mir ein paar Befehle und ich werde auch gleich ein Beispiel zeigen, wie man das anwendet. Wenn ich jetzt PlatyPS installiert habe und auch ein Modul geladen habe, so wie dieses hier, dann kann ich mit diesem Befehl hier quasi einen Docs-Folder anlegen. Das machen wir jetzt auch. Und er erzeugt mir in dem Verzeichnis, in dem ich stehe, ein neues Verzeichnis, das heißt Docs. Und in dem legt er mir ein leeres Markdown-Dokument an. Und dieses leere Markdown-Dokument, wer sich schon mit Markdown beschäftigt hat, wird wissen, dass das relativ schön zu beschreiben ist. Da kann ich jetzt eben all die Dinge eintragen, die notwendig sind. Synopsis, dann Beschreibung, dann kann ich noch Beispiele einbauen, tue ich jetzt aus Zeitgründen nicht und so weiter und so weiter. Speichere ich ab. Wenn ich das gespeichert habe, dann kann ich mit diesem Befehl hier, new external help, ein
XML-Help-File erzeugen. Und auch das tun wir jetzt. Hier. Helfen wir mal, was wird dann daraus geworden ist. Jetzt habe ich also zwei Ordner, den Docs-Ordner mit dem Markdown-File und den INUS-Ordner mit dem Help-File drinnen. Und das erspare ich mir damit. Das heißt, es ist ein Generator aus JSON in XML. Und wenn das alles geklappt hat, obwohl es eine Beta-Version ist, und ich jetzt das Modul neu lade, genau, dann bekomme ich eben die Hilfe, so wie ich sie beschrieben habe, in meiner Hilfedatei angezeigt. Und diese Funktionalität soll ein fixer Bestandteil vom Ökosystem werden und wird auf der Null angehoben. So, was noch kommen wird, ist PowerShell Get 3.0. Zieht sich auch schon ewig dahin. PowerShell Get, vielleicht nur kurze Info. Wenn man auf einer beliebigen Maschine, wo beide also beide PowerShell-Versionen drauf sind, sucht, findet man zumindest das. Und da habe ich schon aufgeräumt. Also es ist die 1.0er drauf, es ist irgendein 2er, da habe ich noch eine 2.2.4 irgendwas gehabt und dann eine 2.5, die sind auch in unterschiedlichen Farben. Teilweise im Windows-Pfad, teilweise im PowerShell-Pfad. Es ist ein Albtraum. Und es sind Skriptmodule, das noch dazu. PowerShell Get 3.0 wird ein binäres Modul sein. Es wird keine Abhängigkeit von OneGet und NuGet. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr auf einer neuen Windows 10 Maschine PowerShell Get installiert, muss man dann NuGet installieren und man weiß wieder keiner, was das ist. Das fällt alles weg. Und ein besseres Uninstall soll auch kommen, gab es auch Schwierigkeiten. Ich hoffe auch, dass ein besseres Upgrade kommt. Derzeit gibt es klar keine Möglichkeit zu sagen, ich will einfach immer die neueste Version. Man müsste eine alte Version eines Moduls deinstallieren und dann eine neue wieder installieren. Sehr mühsam, kann man sich zwar Scripts bauen dafür, aber von der Architektur her verbesserungswürdig. Und, was ich super finde, ist, so wie bei Debian zum Beispiel, dass es ein Package Repository gibt, das für mich klärt, was ich denn alles für Komponenten brauche, damit das dann funktioniert, soll hier auch besser werden. Also wo man den Modulentwicklern dann sagen kann, wenn du das brauchst, musst du auch das laden und bitte pack mir das alles so zusammen, wie es sinnvoll ist. Und es wird Gott sei Dank ein vollkommener Satz für PowerShell Get 2. Irgendwas werden, die werden dann Gott sei Dank hoffentlich alle verschwinden. Ja, derzeit sind wir auf 3.0 Beta 10. Derzeitiger Ausblick wird Herbst, auch Herbst, Winter in der Gegend sein. Schauen wir mal, wie es hinbringen. Ein paar News zu VS Code, mein Lieblingstool. Wer schon mal mit VS Code das gemacht hat, nämlich Datei neu, wird wahrscheinlich erlebt haben, dass da eine leere Datei angelegt ist und man sich vorher umbenennen muss in PS1 oder HTML oder was, damit VS Code erkennt, was ist denn das jetzt. Jetzt kann ich eine neue Datei erzeugen und er bietet mir die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen und lädt dann die entsprechenden Tools dazu, um eben Tippfehler und so weiter zu vermeiden. Sensationelles Feature, kleine Sache, aber das hat wirklich geklappt. Was Sie jetzt auch eingebaut haben in der aktuellsten Version, wenn man hier diesen Integrated Terminal Tabs Enabled auf True setzt, dann sieht man das hier. Dann wird quasi aufgezeigt, welche Sessions man aktuell offen hat und man kann eine neue Session aufbauen und kann auch splitten. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einen Command Prompt hier bauen und hätte jetzt hier eine PowerShell und hier einen Command Prompt.
und kann aber dann auch zurückschalten auf mein Ubuntu zum Beispiel. Und mit Control Page Up, Control Page Down, werde ich mal ausprobieren, Control Page Up, kann ich einfach zwischen den Sessions herumschalten. Und ja, finde ich wirklich cool, nette Sache, schön geworden. Ja, und zum Debugger, Inline Values finde ich auch sehr nett, das hat mir eigentlich gut gefallen. Machen wir jetzt einmal die Terminal Session zu hier und machen ein ganz einfaches Beispiel zum Thema Debugging. Sehr einfache Funktion, zählt einfach von 1 bis 10 rauf und wenn ich jetzt auf Debugging starten gehe und hier habe ich einen Haltepunkt gesetzt, dann startet ein temporäres Terminal und bleibt mir hier stehen. Und jetzt bitte genau aufpassen, was das neue Feature ist, das wir lesen müssen, damit ich es begriffen habe. Er zeigt mir jetzt genau die Zeile, wo er stehen geblieben ist. Und wenn ich jetzt hier weiterschalte, dann zeigt er mir mit diesem Indikator wieder, wo er stehen geblieben ist. Und das kann in komplexen Funktionen wirklich hilfreich sein. Vor allem, wenn es längere Zeilen gibt, sieht man dann genau, wo er steht, kann die Variablen rauslesen, entsprechend den Code fixen. Also das gefällt mir wirklich sehr gut, sehr fein geworden, werde ich ganz sicher verwenden. So, den Debugger schließen wir auf diese Temp-Session, kübeln wir. So, PS-Readline 2.2. Gibt es einen Blog dazu und da gibt es ein paar wirklich spannende Neuigkeiten, die ich euch zeigen möchte. Und das erste ist History-Based Prediction, also Voraussage. Bis jetzt war es ja so, dass ich in einer, jetzt zum Beispiel, wenn ich sage get date, vielleicht auf Deutsch schalten, dass mein Tastatur mitspielt. Oder ich fange vielleicht hier an. Wenn ich hier get date mache, kann ich ja einen Parameter zum Beispiel ankündigen und kann dann durchschalten. Der würde mir anzeigen, was kommt. Ist ja nett. In PowerShell PSReadline 2.2 bekomme ich eine Auswahlliste angezeigt und nicht nur eines, eben Dinge, die schon passiert sind, und kann mir hier eins auswählen. Und zwar zeigt er mir auch, von wo diese Infos kommen. Also das zum Beispiel kommt aus der History meiner Befehle, die ich eingegeben habe. Das ist diese History-Based Prediction. Und da gibt es ein paar neue Tastenkombinationen, die man unbedingt sich merken sollte. Die erste ist F1, funktioniert folgendermaßen. Man gibt einen Befehl ein, zum Beispiel getProcess. Direkt, kein Leerzeichen drücken, direkt nach dem Befehl kann man auf F1 drücken. Und dann zeigt er mir gleich die Hilfe an. Ich kann auch wieder F1 drücken und es wird wieder ausgeblendet. Ja, stimmt nicht, der bei dem. Muss ich Q drücken, genau. Also, ohne jetzt wieder rauszusteigen und sagen, hey, get process, brauche ich alles nicht. Kann also direkt sagen, get process, F1, kann da auch durchscrollen mit Up-Down und kann man die Infos holen, drücke auf Q und kann den Befehl weiter bearbeiten. Wirklich schön geworden. Dann Alt-H, wenn ich einen Parameter eingebe und weiß nicht, wie ich den benutzen soll, dann kann ich direkt mit Alt-H mir nur die für diesen Parameter relevante Hilfe anschauen. Muss ich wieder genau bei diesem Cursor-Punkt hier stehen und sehe dann, aha, da muss ich also eine Zahl eingeben und beschreibt mir jetzt, was ist das Input. Dann Alt-H haben wir hinter uns, dann Alt-A und Ctrl-A. Ist auch sehr praktisch, vor allem bei längeren Befehlsketten. Also wenn ich mir jetzt hier eine
Nehmen wir den hier. Da habe ich also getDate und habe drei Parameter. Jetzt wenn ich Alt A, hoffentlich habe ich nicht mehr, und der springe, dann springt der Parameter hin und her. Und wenn Parameter sehr lange sind, dann macht das durchaus Sinn, weil dann muss ich nicht mit Alt-Cursor links und rechts hin und her, dann kann ich von einem Wert zum nächsten springen. Wenn ich Ctrl-A drücke, ja genau, das ging nicht. Das sollte eigentlich zwischen den Parametern hin und her schalten, das ist immer in Klammer gesetzt, vielleicht ein Bug, aber das wird kommen, genauso praktisch. Und kann damit eben die Parameter switchen. Letzter Punkt, wenn ich einen Befehl eingebe, dann kann ich mit F2 die Vorschläge ein- und ausschalten. Und kann dann zum Beispiel direkt hierher gehen und kann sagen, ja, ich will das hier haben. Ja. Und wenn man jetzt noch das Azure Prediction Modul, ich glaube, da habe ich keine, ja, habe ich vielleicht eine Folie dazu. Es gibt für das PS Readline 2.2 eben das Azure Prediction Modul. Was macht er? Da fragt er bei einer von Microsoft gehosteten Azure Subscription nach, welche Vorschläge da zu machen sind. Man muss dazu das ganze Azure Modul installieren. Okay. Dann diesen Azure Tools Predictor. Dann muss man ihn einschalten. Und dann kommt was, was wir eigentlich sehr praktisch finde. Wer mit Azure was macht, dann werden nämlich bei diesen sehr komplexen Befehlen, die Azure eben nun mal hat, auch wenn ich das ausschalte, wird mir angeboten, welchen Befehl ich eingeben kann. Und auf der Maschine, nur zum Vergleich, wenn man Azure installiert, also das Arzt-Modul, dann bekomme ich auf die Box, kann ich mal jetzt noch zählen, gleich mal 142 Module drauf und man merkt sich nicht alle Befehle dieser Module. Nur mit getArzt und ich tippe S ein, kann ich mich dadurch, und jetzt kommen nämlich auch gleich Vorschläge, welche Parameter ich da setzen kann, wie eventuelle Namen ausschauen sollen und man muss nicht in die Dokumentation steigen, um zu verstehen, wie dieser Befehl funktioniert. Also wer mit Azure etwas tut und mit PowerShell, das wird ein wichtiges Modul werden. Genau, finde ich auch. Gut. Tommy zwischen zeitlich reden. Tommy, I'm sorry, it took a little bit longer than I expected. I hope you're not bored so far. And I hope you're still there. Give me another 10 or 15 minutes and then it's your stage. Okay. Okay, that's great. Thank you. Okay. Gut. Letzter Teil, PowerShell Secret Management Modul. Hat auch etwas gedauert, bis es da ist, aber es ist jetzt auf allen Plattformen. Ich habe es bei mir auf meinem Mac ausprobiert. Und es ist Cross-Plattform. Eben das Speichern von Secrets in Scripts ist ein Riesenproblem, das wir immer wieder sehen, auch bei Schulungen und Workshops, dass hier mal ein API-Key abgespeichert wird oder ein Credential oder ein Passwort. Wenn man dann dieses Skript irgendwo in einem Schedule-Task ausführen möchte, dann steht das halt dort. Hoffentlich findet es keiner, aber es ist einfach unschön. Oder halt Massenänderungen remote, wenn man als Administrator auf den Clients irgendwas tun will, dann kann schon mal passieren, dass ein Credential in ein Skript hineinläuft. Was kann man bisher machen? Meine Lieblingsmethode ist Export CLI-XML. Ich denke mal, die PowerShell-Profis werden das kennen. Es ist die Möglichkeit, anhand von des Maschinenschlüssels etwas auf eine XML-Datei zu legen. Ich habe es hier eh ausprobiert. Also hier würde ich zum Beispiel einen Secure-String erzeugen mit einem Passwort und speichere mir das in eine Variable hinein. Dann mache ich mir ein Credential-Object
wo eben der Username, nämlich der SumAdmin und der SecureStream abgeholt werden. So, das muss ich natürlich vorher ausführen, sonst funktioniert es nicht. Gut, ich habe hier ein Credential Object mit Username und Passwort. Fein. Das kann ich mir jetzt in ein XML-File speichern. Und bekomme ich eben sowas und das Passwort ist hier verschlüsselt abgelegt. Heißt aber wieder, ich muss mir eine Datei anlegen, die Datei muss erreichbar sein. Wenn das über Remote geht, kennt ihr das Multi-Hop-Problem, das Double-Hop-Problem reinfallen. Also, ja, nicht die perfekte Lösung. Es ist auf den User in der Maschine gebunden. Andere Ansätze, die ich persönlich nicht ausprobiert habe, ist eben Protect CMS Message, geht mit Zertifikaten oder eben mit AES-Keys. Ich habe da, glaube ich, einen Blog dazu. Habe ich dann reinkopiert. Aber ja, findet man sicher Secrets mit AES-Keys verschlüsseln, wer es ausprobieren möchte. Was Microsoft gebaut hat, ist das Secret Management Modul, das aus zwei Komponenten besteht. Auf der linken Seite eben das Secret Management Modul, wo es eben darum geht, Tresore, das ist ein Screenshot aus meinem Blog, das ist in Englisch, und die Secrets zu speichern. Das heißt, ich habe dabei Commandlets, um eben neue Secrets zu erzeugen und auf die zuzugreifen. Und dann gibt es das Secret Store Modul. Das erlaubt mir eben, diese Secrets an Filesystem abzulegen. Und ich muss auch konfigurieren, wie dieser Secret Store am Filesystem verfügbar ist. Also wenn man das Modul verwenden möchte, braucht man als Minimalmodule diese zwei PowerShell-Module. Der Grund dafür ist, da das Secret-Management-Modul eben mehrere Provider erlaubt. Also das ist das Hauptmodul eigentlich, das Secrets-Management. Und das Standard ist eben dieses Secret-Store. Das wird mitgeliefert und von Microsoft auch maintained. Es gibt aber auch ein KeyPass-Modul, kann man mittlerweile Rufzeichen machen. Es gibt auch ein KeyVault-Modul. Und ich könnte jetzt eben über solche Module auch sagen, ich möchte alle meine Kennwörter in KeyPass speichern oder in Azure KeyVault oder wo auch immer. Erste Schritte. Man installiert sich das PowerShell Secret Management und das Secret Store-Modul aus der PowerShell Gallery auf die lokale Maschine. Und dann erstellt man eine Secret Store Configuration. Ich habe hier ein paar Beispiele gemacht. Also bei mir natürlich gibt es das schon. Geht das, aber mein interne PowerShell. Also die beiden habe ich installiert. Ich habe auch schon mit dem KeyPass experimentiert, aber davon zu weit geführt aus Zeitgründen. Und ich habe auch schon einen Secret Store Configuration. Können wir uns auch gleich anschauen. Und diese Secret Store Configuration ist eben gültig für den Current User, hat keine Authentifizierung. Warum? Ich möchte ja kein Passwort eingeben müssen in ein Skript und er braucht auch keine Interaktion. Das ist der Secret Store. Also ich muss einmal quasi einrichten, dort wo ich Tresore hineinlege, wie wird das denn, wie ist das aufgebaut? Der Secret Store Configuration erlaubt all users oder current user. Ich bin durchaus dafür, das einmal auf Current User zu lassen, weil ich dann nicht ganz verstehe, warum dann wieder alle User auf der Maschine zugreifen. Könnte für Server interessant sein, für meine Client-Maschine mache ich Current User. Ich kann definieren, dass ich trotzdem ein Kennwort eingeben muss. Da gibt es dann diesen Passwort-Timeout-Wert, der eben sagt, ja, gib das Kennwort ein und dann darfst du es, so wie bei sudo, nur 2 Stunden lang benutzen. Oder eben non.
Ich kann diese Interaction, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Da muss ich mich noch etwas mehr damit beschäftigen. Und ich kann natürlich ein Kennwort versehen, falls ich das angewählt habe. Mit SetSecrets der Pass. Ja, und diesen Passwort Timeout. Oder ich kann einfach sagen, baue mir die Secret Store Configuration auf Default-Wert, dann wird das hier, was unten steht, gesetzt. Die Secret Store Configuration heißt, als ersten Schritt muss ich immer mal diesen Secret Store hier aufbauen und lege fest, wie der abgesichert ist. Der nächste Schritt ist, dass ich Vaults, also Tresore, erstelle. Und dazu gibt es den Befehl Register Secret Vault. Ja, wenig überraschend, es gibt einen Namen. Dann muss ich hier angeben, welches Modul. Könnte natürlich auch für KeyPass sein. Dann kann ich existierende Tresore überschreiben, Description. Und ich kann sagen, Default Vault True oder False. Dass eben defaultmäßig immer dieser verwendet wird. Auch das habe ich hier. Ich habe einen Vault. Genau. Und der heißt Roman Local Disk. Hat den Modulnamen eben Secret Store, also sprich lokale Festplatte, und ist der Default-Wert. Okay. Was ich habe, ist eben einen Vault oder auch mehreren, den man mit diesen Secret Vault Befehlen, also get, test, register, unregister, konfigurieren kann. Ich könnte mir auch mehrere, ich könnte sagen, ich habe einen Vault auf der Festplatte, ich habe einen Vault in KeyPass, ich habe einen Vault in Azure und die dann entsprechend verwenden. Und dann kann ich schon anfangen, die entsprechenden Secrets hinzuzufügen. Es gibt 5 Typen. Häufigst wird wahrscheinlich der Peers Credential Wert sein oder ein Passwort oder ein einfacher String. Man kann aber auch Bytes oder Hash Tables als Typen verwenden. Und das geht ganz einfach mit Set Secret. Und so eines bauen wir uns jetzt. Ich mache hier etwas größer, damit man das besser sehen kann. Es gibt hier einen Befehl, der heißt get secret info. Da bekomme ich alle Secrets, die ich derzeit schon verwendet habe, bekomme ich aufgelistet und die kann ich auch benutzen. Wir wollen ein neues anlegen, nämlich mit set secret. Wir nennen das ABC String. Pipen hier gleich einen String in ein Secure String, muss natürlich ein Secure String sein, und legen das fest. Wenn ich jetzt get secret info mache, habe ich hier einen neuen String eben abgelegt, der hier in den Vault vergraben ist. Ich kann dann diesen Secret auch noch Metadaten vergeben, würde ich sehr empfehlen, weil der Name oft nicht reicht und dann denkt man sich nach 3 Monaten, wozu war das jetzt? Deswegen habe ich hier eine Metadata-Hash-Table erzeugt, aber mit einem Projektnamen und einer Kostenstelle und füge hier diese Metadaten diesem Secret hinzu. Und wenn ich jetzt die Secret-Info abrufe, kann ich mir auch eben diese Metadaten dazulegen. Bringt es wirklich, wenn ihr damit experimentiert, würde ich mir gleich angewöhnen. Ja. Genauso gut kann man hier ein Credential anlegen. Ich nenne es hier einmal SomeCred 1, weil das andere gibt schon. Das geht deswegen nicht, weil das Credential leer ist in dieser Session. Schon mal gleich befüllen. Also wir legen SomeCred 1 an und jetzt kann ich eben auch dieses Secret benutzen. Wie verwendet man es? Eben mit getSecret, name 1, und das ist ein ganz normales Credential Object, das man in jedem Script verwenden kann. Und das würde dann eben hier zum Abrufen in einem Script so benutzt werden.
Und damit, denke ich, ist ein großer Schritt gemacht. Also wer mit PowerShell arbeitet, ist es wirklich wert auszuprobieren. Das wird auch sicher von der Product Group und der Community entsprechend gefördert werden. Juhu, wir haben Secrets, das heißt, um das abzurunden, wir haben jetzt auch hier Secrets angelegt, die ich dann in den Scripts verwenden kann und eben in einer sicheren Ablage und keine XMLs mehr. Also dann Vault-Modulen, es gibt KeyPass, es gibt LastPass, es gibt den HashiCorp Vault, da habe ich persönlich keine Erfahrung damit, Keychain und CredMan, neben dem Azure-Modul natürlich, also für Windows-Credentials. Ja, Azure Key wollte ich auch nochmal aufgeführt, weil das der erste, der da war. Ja, zu Blogs, ich habe zwei Blogs geschrieben dazu, wo auch die Folien drinnen sind, zu dem Thema, wer sich durchlesen möchte und das Nachbauen, bitte hier. Es gibt auch noch viele gute andere, die auch verfügbar sind, aber das ist wirklich ein Produkt, mit dem ich mich, mit dem ihr euch beschäftigen solltet, wird Zukunft haben. So, damit bin ich mit meinem Teil fertig. Wer hier mal nicht mehr teilen. Tommy, I'm finished with my part. It took a little bit longer than expected. I'm sorry. No problem. But we can start now. Okay. All right. So I was asked by Roman to discuss a little bit about the Microsoft PowerShell Crescendo module. And this is a module written by Microsoft, and it's currently in preview. Preview 2 as of, I want to say, last Thursday. Prior to that, it was preview 1. And basically what I'm going to be working through is preview 1. So anything you see today is something that's available preview 1. We'll talk about preview 2 briefly toward the end. Tell me before you start, would you be so kind and tell us a little bit about yourself that we know who you are? Sure. Absolutely. And where you come from. My name is Tommy Maynard. I live in Arizona, Tucson, Arizona, in the United States. So middle of the desert, it's pretty warm most of the time. I think we're going to hit probably 100 today. We'll see. And it's about 9 a.m. over here on Tuesday. I guess you guys are probably getting pretty close to Wednesday, right? It's evening. Yeah. Okay. Yeah. So it's the morning for us. I've been working with PowerShell. I paid attention to PowerShell when it was first released in 2006. I was a huge Visual Basic fan, Visual Basic Script, and so I kind of didn't pay attention to PowerShell too terribly close. I certainly didn't start writing in it right away. There was one Christmas where there was an article. And I read about top 10 things you could do for your career. And number 10 was learn PowerShell. And I was like, okay. I put it in the back of my mind, but I continued to write in Visual Basic Script. A year later, an article just like that one came out where it was top 10 things you could do for your career. And number 1 that year was PowerShell. And it was at that point where I decided, okay, the next time I need a scripting solution, I'm going to do this in PowerShell. And as much as I loved Visual Basic Script, which is almost difficult to say and difficult to believe, I put it behind me and I went with PowerShell and I've never looked back. So I've been working with it for, 2006, probably 2007, 2008. So it wasn't too terribly long after the release. It was probably a little bit of PowerShell 2, then PowerShell 3, certainly. And then I've continued to use it since then. I absolutely love it. I enjoy it. If there's anything else you want to know about me, feel free to ask. Oh, thank you. Thank you. Oh, great. All right. I work at the University of Arizona, which is a university here in Tucson, Arizona. And I'm actually starting a new position next Monday. Ah. So I'm going from system administration to systems engineering or security engineering. So I'm taking on an entirely new focus with security. So that should be fun. As well as like more. Thank you. More development work and more work with AWS, which is something that I've worked with for years, but like in my current position, I just don't get to do it nearly enough, once or twice a year, whereas this new position is going to give me the opportunity to do it on probably a daily basis. You know that a big bunch of the old PowerShell team is now with Amazon. Yeah, absolutely. You're right. For example. Who?
Bruce Payette, the okay, that's the right. And, yeah. And June Blender works for AWS as well. Probably, yes. Yeah. I don't know if I would ever do it. I haven't heard the greatest of things, but who knows? Right now, I got to stay at the university because I got some kids I got to put through college in a few years. Take advantage of that. So the PowerShell Crescendo module, like I was saying, is a brand new module. It is not GA. It's still in preview. And the idea behind, excuse me, the idea behind the module is basically being able to take native command line tools on your machine and actually treat them as if they were PowerShell. So giving them a verb, giving them a noun, you know, and we'll take a look a little bit at that today. Can you guys see my screen or do I need to? We don't see it yet, but I'm sure. How's that? Looks better. Okay. Work. Excellent. So the first thing we're going to look at is prior to the release of the Crescendo module, there were several different blog posts that were put together, as well as even some videos in here. So I have several different URLs that we'll take a look at briefly. This document that I'm working from, I'll post on my blog later today, which is tommymaynard.com. And if you want to pull it down, you're more than welcome to. It'll have the examples in there as well as the these various URLs. Mm-hmm. So what I'm going to do is I'm going to create a paths variable, and I'm going to take all these URLs and add them to an array. And then we'll go ahead and just open these briefly. And starting from the left, this was, I think, probably the first blog post that was written by Jim Truer. This one just talks about native commands. They hadn't introduced the Crescendo module, but they did want to kind of explain and teach folks some of the different ways to work with native commands. There was actually two of those. And there was also a video with Jason Helmick and Jim Truer from Microsoft discussing more about working with native commands in PowerShell. Finally, back in December 8th of 2020 was the preview one release, where Jason Helmick, you know, explained a little bit more about the Crescendo module. There's a good deal of information here. Certainly something to read if you're of interest. Sorry, but we do not see the web pages. Oh, you're right. Yeah, okay. Yeah, we only share the You're right. Give me a minute as I. I'm looking for. So I'm going to try to browse. How unfortunate, I can't open. Can't show you the URL. Either way, like I said. Well, send us the links and we can distribute them. Absolutely. There's several different URLs that I'm including. I'm sorry you can't see those. But yeah, there's a couple different blog posts, like I was saying, about native commands, a video also about native commands, the introduction of preview one, the GitHub project, where you can, you know, take a look at that, at various issues. And then also the PowerShell gallery webpage as well. And again, that'll be included in the file. Sorry, you can't see it. All right, but this you can see. All right, perfect. Okay, so I'm not going to install the module today because it's already installed, but there's the command that would do that. Install-module, name parameter, then the name of the module, which is Microsoft.PowerShell.Crescendo. So they're using that fully qualified name. You can see here on my machine that when I run a git module command against that module, and I list all of them, that I have both 0.4.1 and 0.5.1. We're going to be looking at preview 1, which is 0.4.1. But again, like, there's a brand new one out.
0.5.1, that's preview 2, and then we'll talk a little bit about the things that this that version adds toward the end here. All right, so we'll go ahead and set a variable to the name of that module. I'll ensure that it's been removed. We'll ensure that we import the proper one. I've got a required version of 0.4.1, and then verification that I have that module imported. For me, I love the git command, but I love it when I use it with a module parameter so that I can see each of the commands or functions or commandlets that are included in the PowerShell module. And you can see several of those there, and we'll take a look at a few of those here shortly. There's also a git help or about Crescendo document. I'm not going to show that, but that is also ships with the module as well, and there's some good information in there. So I assume, and I think I know this for a fact, but Roman saw a couple posts that I wrote on my blog, which is tommymaynard.com, about the Crescendo module, and it's a good possibility why I'm here today. But I basically wrote two different parts to it. There wasn't specific directions on how to create a PowerShell Crescendo module using the Crescendo module, but I went ahead and kind of figured that out. There is the first post that I wrote. We'll move past that. We'll go ahead and set a path variable to the samples directory inside that module. Do a little cleanup, and then we'll take a look, and you probably can't even see that, right? No, can you guys see? No. Oh. All right. Okay. So I just popped that open. It's too bad you can't look at all of these at the same time. I work with Teams, but not enough. Can't you share your whole, do you have multiple screens or can't you share your whole screen? No, I just have, I have just a laptop. Okay. Screen one. Okay, there you go. That should allow you to see both Visual Studio Code and it looks like the screen. Okay, I figured it out. Too bad I didn't do that earlier when we were taking a look at these various URLs. Anyway, I opened up the samples directory. So it's kind of nice that this module actually ships with several different samples. Now you'll notice in these samples that several of them are Docker and then several of them are also Linux, right? So when I went out and I started looking for examples, I couldn't find any Windows ones. And that's what I pretty much wanted to see. And so I built my own. What I'm going to go ahead and do here is I'm going to copy that dd.crescendo.json file, that one there, and I'm going to paste it back into the same location, but we're going to rename it to mstsc.crescendo.json. Let's see if that worked. Yeah, that worked. And then we're going to go ahead and open that file and take a look at it. Let's see, let's move it down there. Yeah, we'll move this down. So we went ahead and copied that file, we pasted it with a new name, and we have it opened, and we have it open down here. And what we're going to do is just some manual edits against that file. So the first thing I'm going to do is I'm going to remove this output parameter. We're working with this executable here. It's MSTSC, and if you don't know, that's the executable that's used for remote desktop connection, or RDP. And it has several command line switches. However, we're just going to use one today, which means I'm going to go ahead and remove that parameter as it's not something we need. And the next thing we're going to do is we're going to change our verb. Notice that the DD command, that Linux command, can be executed using invoke-dd, but we're going to change that to connect. We are going to change DD to remote computer. We are going to change the original name, which pointed at the DD executable. And I'm actually going to use C drive. MSTSC. I'm going to get rid of that simply because I don't need it. And then we're going to modify our parameters. So we're going to create a parameter called computer name, which is a pretty common parameter name for various different commands.
the original name is /v. So if I was to use mstsc.exe/v, it would pretty much open up a connection to whatever computer I provided to it. So the original parameter is /v, but we're going to change it to computer name. I'm going to remove that property, and then we're going to go ahead and leave the parameter type, and then we'll go ahead and save that. So again, what we've done is we've taken that dd.crescendo.json file, we saved it with a different name, and then we just made some modifications to it. Finding this information wasn't easy to do. I had to look at several different examples. One of the things I did here from the Microsoft team is after preview 3 comes out, and like I said, preview 2 just came out, after preview 3 comes out, they will probably start working on the documentation around this, because there's a lot of missing documentation. I'm going to go ahead and close that file for now. It still exists there. And do a little cleanup just in case I've got an old file sitting around. And then we're going to go ahead and run the export crescendo module function. We're going to get a configuration file. This points back to our mstsc.crescendo.json file. And then we're going to give it a module name. Go ahead and run that. Now, for whatever reason, I haven't figured this one out. When I create the module file, it opens up the help for that MSTSC program. But you can see there's several different parameters that we could have included, and the only one we included was the V. So let's go ahead and do a git item and make sure that module file exists, and it does. Remotecomputer.psm1, clear the host. We'll go ahead and import that and then verify that it actually came in, and it did. And you can see the module's remote computer. It's a script module. And there's the single exported command that came with it, connect-remote-computer. So let's go ahead and run that. And you can see that running connect-remote-computer does the same thing as running mstsc.exe. It opens up the remote desktop connection. I can run connect-remote-computer and actually use the computer name parameter and provided a value. And you can see how that looks a little different. I haven't connected to anything called DC01 before, so we get a little bit different dialog box, but you can see that, you know, connect-remote computer is truly now standing in for mstsc.exe, and computer name is truly standing in for /v. Okay. And that's part one. And that was the first time, and again, there's a post out there that I did, and actually, now that you guys can see my browser. There was a post that I did. It was part one of part two. And this is my site here, tommymaynard.com. And you can see everything that we just went over is in that post as well. The second way I did it, because it felt strange that I was copying and pasting a single file and then modifying that file. Like, I don't think that that's how we're going to create these crescendo files long term. And so I started looking at some of those other commands that we saw a moment ago that are inside that module. So you just saw the first one. Here's the second one. And we're going to go through this here too. It's a little bit more involved to a degree. But this is the second way that I built out an mstsc.crescendo.json file. So we'll do a little cleanup. And the first thing I'm going to do is create a command variable, and I'm going to assign it the value from new crescendo command. I'm going to pass in a value for the verb and a value for the noun, and this should look pretty familiar. If we take a look at that, you can see there's our verb and noun, as well as several other properties. Now, unfortunately, at this point, there's no way to set these properties using a parameter and a parameter value. So, but I do know that the original name is highly important. So we're going to have to include that. So I'm going to do command.originalName, and then I'm going to go ahead and set its value. We'll include the drive. And let's go ahead and. Okay. So now we can see that we've added the original name to this information as well, to this PowerShell object. Yesterday,
I actually opened up an issue, and it hasn't been looked at yet. It doesn't look like, but I actually opened up an issue, and this should look kind of familiar in a moment, indicating that the new Crescendo command really should include an original name parameter so that people don't have to do, you know, what you just saw me do there. And clear the host. And now Crescendo uses JSON, and you noticed a moment ago probably that we're using PowerShell objects. So we're going to go ahead and convert that into a JSON object. And there's the JSON representation of the PowerShell object that we just saw a moment ago. You can see the verb, the noun, and the original name. Go ahead and clear the host. Next thing we're going to do is we're going to create a parameter variable, and we're going to assign it the output of the new parameter info function, giving it a name, computer name, and the original name slash v. That should look familiar as well. So there's the name, the original name. Notice there's several different options, and I'm sure they're going to, you know, document this a little bit more, but you can see some of this stuff should probably look familiar if you've been, you know, authoring functions. We're going to go ahead and turn that PowerShell object also into JSON, and then we can show it to you there as well. There's the name and the original name. We're going to take a look at usage. We're going to create a usage variable, and we're going to run new-usage-info, and we're just going to say runs a remote desktop connection, and I'll show that to you there. Runs a remote desktop connection. There's only a couple other properties. Convert that to JSON. So there's the JSON representation of that PowerShell object. Go ahead and clear the host. We're going to create an example variable, and we're going to use the new example info function. We're going to tell it the command name, give it its original command, and even a description. PowerShell object. And again, we'll convert that to JSON. So we've got these different chunks of JSON inside these various variables. Now, what I'm not going to do is show you how to piece those together, but I am going to just open up that file. And again, there's not a lot of documentation out there on this, so I kind of had to move around through different examples, some different websites, so that I could see where all these pieces of information went, so that I could build, you know, this JSON file. And you can see up here, here's our connect desk remote computer and our path. Again, I've decided to use the drive letter just in case someone is sitting on a different drive and decides to use this. Here you can see the usage, which is actually a part of this section of the code. Here's a description of the parameters. Here's an example. You know, this is how the JSON goes together. And so I made each of those variables, and then I manually stuck them together. So this is realistically two different ways to do the same thing: copy and paste, and then modify an existing example, or do something like we've done in this one here. And close that, and I'll save it. Okay, so we just copied our JSON file into our samples directory, and we just renamed it. And I think I can prove that to you. Okay. And let's go ahead and export that. We'll do export Crescendo module again, and we'll point it at that file. And again, for whatever reason, it's opening up this help. That's what you get when you do like slash question mark with MSTSC. So for whatever reason, it's doing that. Clear the host. We'll go ahead and import that module. Run a get module to make sure it's there. And then again, we can do the same thing we did over in part one, which is run connect remote computer, or run connect remote computer with the computer name parameter, and then pass it a string value. Okay. Now here, you know, this is kind of interesting. So essentially what we've done is we've created connect-remote-computer to replace this, right? So we have a lot more to type to do the same exact thing. MSTSC slash EXE slash V does the same thing that our command did. One of the things, and we'll take a look at this now, here's preview two. And I point out the difference there.
between how much more it takes to type now, because one of the things that they added as a part of Crescendo Preview 2, and there's four different things, one of the things they added was this one here. So actually now there's going to be a built-in way for generating aliases. So as you create new functions and new modules, you can actually create aliases for those as well. The other three things that they added to Preview 2 is this first one, which is actually pretty nice. They've added support for native command elevation. So on Windows, you can do run as administrator. On Linux, you could do sudo. And that's going to be built in as well. Export Crescendo module, we saw that a couple times, and that exports our module, our PSM1 file, but now it's going to create a PSD1 file along with the module as well. That's kind of a nice one. And then added support for supports should process. I haven't looked at that one too terribly closely, but that is the new things that have been added. And again, this is just Preview 2. There's going to be additional previews. I have no idea what their timeline is, but do expect that things will probably, you know, change as new, you know, new versions are introduced. I don't know if there's any questions, but that is actually the extent of what I had today. And again, I'll take this file and I'll get it on my website and let Roman know where it lives and he can pass that out. That's great. The output of such a command is a piece of this. So if you create the Crescendo command, do you get a PS object as of using it in the pipeline afterwards? Absolutely. There's a lot of things that I did not cover today, and it makes sense to me this early on not to necessarily get too terribly deep into it just because I know they're going to make changes. But there's a significant amount of things that you can do with the Crescendo module. We just barely touched the surface. It will allow for parameter pipeline binding. It will allow for, you know, objects, creating PowerShell objects, parsing standard command line output into PowerShell objects. I mean, there's a significant amount of things that it can do that we just simply didn't see today because I haven't taken the time to look at it. I'm mildly apprehensive. I tend to take a look at things that are RDGA, you know, won't probably change. But again, part of the reason why I did this series was I simply just wanted to see a very, very simple example that was in the Windows world that made sense to me. You know, I didn't want to get into parsing any output and stuff like that at this point, but it's out there. It's very, very powerful. Great. Are there any other questions from the folks in Teams? It seems you were totally overwhelming everybody is informed now. That's fantastic. Okay, yes, I mean, for the time, I know preparing such things is time consuming and we can't get too deep, but I hope that we provided at least an idea of stuff like PHVClient, the new version, and the secret management and Crescendo. Thanks for joining, especially Tommy. I hope we see each other sometimes when we can get out over the to the US again at a meeting or so, or maybe a Microsoft event or something. And I probably will ask you again for some sessions if you have news from your side. Absolutely. It was fun. So great, everybody, having you there. That's the end of the session. We will send out the information with the slides and links and all that stuff so you can reproduce it afterwards. And Tommy, for you, a nice day. And everybody else, have a nice evening. Right. Thank you, guys. Bye. Thank you. 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 Have a nice day, too. Bye. Bye. All right.